Guten Morgen, liebe Natural Bodybuilding und Fitnessfreunde. 14. Juni 2024, INBA, PNBA World Championships. Tag 1 der Wertung, gleich geht's los. Viele, viele Klassen, unter anderem auch Männer-Bodybuilding, Frauen-Bodybuilding. Was alles so dazugehört, Niklas Klemmt hinter der Kamera und ich werden euch durch diesen Tag begleiten. Und wir hoffen, dass es euch gefällt und ihr viele tolle Eindrücke von diesem großartigen Wettkampf mitnehmen könnt. So, wir nehmen euch jetzt mal mit in den Backstage-Bereich, wo die Athleten sich auf den Wettkampf vorbereiten. Folgt uns. Was haben wir hier? Athletes Entrance. So, wir sind natürlich ein bisschen leise und unauffällig, wir wollen niemanden stören. Aber wir gucken mal, wen wir hier so finden werden. Oh ja, das ist natürlich ein ganz anderer Schnatz, sag ich mal. Eine tolle Atmosphäre, ein großer Backstage-Bereich. Steve, ich will dich gar nicht lange aufhalten. Kein Problem. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Du bist hier in der Vorbereitung für deinen Auftritt. Genau. Was sind deine Ziele? Platz 1 in der Master Bodybuilding, Masters richtig? 1, genau. Du hast ja auch bei uns gewonnen, jetzt bei der internationalen. Großartige Form. Jetzt hast du noch ein bisschen runtergezogen, denke ich. Bist noch härter geworden. Das ist in der Tat noch ein bisschen passiert. Ich war zwar gestern ein bisschen zugelaufen, leider, weil ich habe vor der Deutschen ein bisschen zu wenig reingeladen. Erst habe dann noch mal ein Kilo verloren beim Laden. Ich habe gedacht, packst du mal ein bisschen mehr rein. Gestern ist dann ein bisschen die Härte rausgegangen. Ich glaube, heute habe ich es wieder ganz gut on point hingekriegt. Das sieht super aus. Heute zählt es. Alles, alles Gute. Schön, dass du wieder mit an Bord bist. Ja. Ich werde alles geben, um die GmbF auf jeden Fall würdig zu vertreten. Und heute ist der Tag. Alles Gute. Klaus, hallo. Wer ihn noch nicht kennt, Klaus Wolski, seit 2007 bei der GmbF, alles abgeräumt bei uns. Erzähl doch mal, Master gewonnen, über 40, über 50, über 60 und heute bist du hier bei der WM und greifst nochmal den WM-Titel an. Richtig, also ich war 2007, deutscher Meister in der Mastersklasse Over 40 und den Gesamtsieg konnte ich auch erreichen. Dann war ich bei der Over 50. Und vor 2 Jahren war ich bei der Over 60 und das konnte auch für den Sieg reichen. Ja gut, und was ist die logische Folge für heute? Ein internationaler Titel und wenn es geht in die Top 3. Ich bin sehr gespannt, du hast eine sehr starke Konkurrenz, ja. Du bist ein sehr starker Athlet. Klaus, alles, alles Gute und gib alles auf der Bühne. Danke dir. Danke. Aber komm, Steve, 4. Platz ist auch super. Ich bin zufrieden. Also ich hatte größere Ziele, ganz klare Sache. Man will das Ding gewinnen, wenn man dabei ist. Ganz herzlichen Glückwunsch, tolle Form gezeigt. Jetzt warten wir auf den Jens, dann interviewen wir den mal. Aber du hast einen schönen Wettkampf gezeigt, Steve. Ich hatte ihn so live auch noch nicht auf dem Schirm irgendwo. Wir haben uns noch nicht auf Wettkämpfen getroffen, glaube ich. Das ist ein unfassbares Gesamtpaket. Ne? Und auch die anderen Jungs, also Masters Over 40 ist halt immer extrem stark. Ne? Und da war ich drauf eingestellt, aber... Na klar, man hat höhere ambitionierte Ziele. Aber wie gesagt, ich bin zufrieden und Platz 4, glaube ich. Immer. Und du machst weiter. Auf jeden Fall.
Neben mir steht Jens Padrun, frisch gebackener Weltmeister über 40, Männer Bodybuilding. Das erste Mal gesehen haben wir uns 2019 in Oldenburg. Dort hast du auch schon gewonnen und seitdem hast du ja einige wichtige Wettkämpfe auch zu deinen Gunsten entschieden. Du bist immer als Sieger hervorgegangen, vielleicht, oder fast immer. Vielleicht ganz kurz deine wichtigsten Titel. Meine wichtigsten, also das war der Gesamtsieg bei der GmbF. Ne? So, vor 2 Jahren habe ich ja auch in Florenz den Masters-Weltmeistertitel gehabt. Heute der. Ganz super gemacht. Aber was ich auch sagen muss, ich habe eigentlich in der Vorbereitung für den Herbst und bin aber wieder mal zu schnell, zu dünn geworden. Und da war ich dann vor der Entscheidung, tue ich jetzt wieder ein bisschen zunehmen oder mache ich einfach Frühjahr. Da habe ich mich spontan bei der NAC angemeldet und habe bei der Süddeutschen den Gesamtsieg in der Classic Physik gemacht und dann bei der Deutschen auch. Also das ist schon... Ja, vor allen Dingen, ich habe dich ja eben gesehen auf der Bühne, du standest von Anfang an gleich raus. Der Head Judge Lee Camp von United Kingdom hat dich gleich in die Mitte positioniert, da gingst du auch nicht mehr weg. Und das war auch völlig gerechtfertigt, weil ich habe besonders aufgefallen, neben deiner sowieso großartigen Form, besonders aufgefallen sind mir deine extrem gut entwickelte Unterkörperpartie. Beine, Beinbizeps, Gluteus. Da ging der Vorhang zu für die anderen Teilnehmer. Insofern wünsche ich dir jetzt gute Erholung. Ich weiß nicht, wie geht es weiter für dich? Jetzt geht es erstmal weiter mit der Männer Bodybuilding. Ne? Du startest auch noch Männer. Dann will ich dich gar nicht länger aufhalten. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, wie hart das ist für die Nerven. Ich wünsche dir alles Gute. Genieß jetzt erstmal deinen Sieg und gleich für den nächsten Wettkampf weiterhin alles Gute. Jens Padrun, World Champion over 40. Das ist Nancy Fevers. Ich habe dich sogar noch weiter vorne gesehen. Ich habe dich noch nie so gut gesehen wie heute. Danke. Da kommen mir selbst die Tränen. Nein, das war wirklich ganz toll, Nancy. Herzlichen Glückwunsch zu einem fantastischen Auftritt. Wie gesagt, ich habe die beste Nancy aller Zeiten hier gesehen. Und dazu muss man ja auch sagen, du wolltest ja schon weg von der Bühne und hast dies Jahr nochmal richtig eingeschlagen. Finde ich super. Und herzlichen Glückwunsch. Möchtest du was sagen oder kannst du gerade nicht sagen? Einfach schweigen. Genieß deinen Erfolg. Ich kann es gar nicht glauben. Nancy Fevers, Platz 4. Wunderbar. Dankeschön. Neben mir steht Patrick Haber,
Du bist Weltmeister geworden, Patrick, und zwar überzeugender Weltmeister. Ich habe dich gesehen auf der Bühne und du hast wirklich extrem gut ausgesehen. Ich habe es auf dem Bildschirm gesehen und habe gedacht, Mensch, was hat der Patrick heute für eine Form? Ja. Besonders die Fülle gefiel mir sehr gut in Kombination mit der Härte. Also deine Most Muscular war outstanding. Du hast es jetzt geschafft, du bist Weltmeister. Herzlichen Glückwunsch. Dein wievielter Anlauf war es? Also das war auf WM mein zweiter Anlauf. Ich habe in Manchester letztes Jahr den vierten gemacht. Und ich muss sagen, ich habe mich immer selbst gecoacht. Ich trainiere seit 34 Jahren. Ich bin ja über 50. Und ich habe aber diesmal den Christian Schneider mit dazu genommen. Und der Christian hat mich wirklich on point gebracht. Ich meine, ihr habt es gesehen, ja. Er hat mich weitergebracht, viel weiter, wie ich mich selber bringen konnte. Und das ist ein riesen Learning. Und das hat es gebracht. Und was wir noch gemacht haben heute, ich habe diese Fülle und wir haben kein Deload gemacht und wir haben fast keine Carbs geladen, weil wir sind dieses Mal auf Knockout gegangen. Der Imro war dabei, der ist hier der Lokalmatador. Und wir haben gesagt, okay, wir müssen hier rausgehen, Knockout. Ja, ja, ich habe es gesehen. Und damit konnte man das Risiko des Ladens nicht spielen. Ja. Also ich habe statt 1800 Carbs 350 geladen. Ja. Ja. Und es hat sich ausgezahlt. Und Glück. Und wie geht es für dich weiter? Also bei mir ist es ja so, Berend, ich habe ja ein Unternehmen. Ich habe Kids, ich habe Family. Und schau, ich habe jetzt erst mal mein Ziel erreicht. Und man muss sagen, ich habe jetzt 4 Jahre durchgepreppt. 4 Jahre gepreppt. Ich war jetzt ein halbes Jahr wieder auf 1650 Kalorien und ich genieße und ich werde weiter trainieren. Ich trainiere jetzt seit 34 Jahren, aber ich mache jetzt erstmal einen Break mit Wettkämpfen. Das haben schon viele gesagt, aber ich glaube es dir. Vielleicht überlegst du es dir auch noch anders, aber du hast es dir verdient. Ja, ich muss jetzt mal 2 Jahre und dann I will be back. Excellent. Ganz herzlichen Glückwunsch. Danke. Danke dir. Martin Laderweg steht neben mir, German Champion, Masters, GmbF Champion und heute startest du bei den Professionals. Ist es dein erster Start bei den Profis? Nein, mein erster Start war in Las Vegas vor 1,5 Jahren bei der PNBE Naturalmeisterschaft, also bei der Olympia sozusagen, ja, ich komme jetzt nicht auf die Worte. Genau. Und ja, dadurch, dass es in den Niederlanden jetzt stattgefunden hat, habe ich mich dann Anfang des Jahres dazu entschlossen, auch hier nochmal zu starten. Noch mit der Intention, eine Mastersklasse anzugehen. Jetzt wurde leider keine eröffnet, das ist ein bisschen enttäuschend für mich, aber blieb ja nur die Option, entweder abzubrechen oder halt durchzuziehen. Und ich war schon zu weit vorangeschritten. Wer dich kennt, weiß, dass du durchziehst. Du hast ja auch einen Job, wo du dein Geld verdienst mit. Du bist immer in Action, du hast eine Familie. Du trainierst in deinem eigenen Gym, in deinem Home-Gym. Wie heißt es noch? Das Büffel-Gym, ja. Genau, das Büffel-Gym. Und ja, Martin, ich wünsche dir viel Erfolg für deine Profiteilnahme heute. Ja, danke, danke. Ist ein starkes Feld, muss man sagen. Ja, aber ich habe das Gefühl, du bist relativ leicht, was ich da so sehe. Ist immer schwer einzuschätzen. Mhm. Aber es kommt auch darauf an, was die Jury heute wertet. Genau. Also Gewicht habe ich gemacht, mal in die andere Richtung. Und dann gucken wir mal, was auf der Bühne bei rumkommt. Ne? Schön, dass du da bist. Danke, Bere. Bleib gesund und fit. Du erst recht, ne? Mit deiner Familie. Du hast noch viel vor. Auch in deinem Alter hast du noch viel vor. Auch in meinem Alter. Ich danke dir. Bleib gesund. Viel Erfolg. Dir auch, ne? Danke. Also Alexander Krump ist jetzt in der Vorbereitung. Wir wollen gar nicht länger stören. Ich wünsche dir viel Erfolg, Alexander, amtierender Champion bei der GmbF International. Wieder ein Doppelstart, Classic Physik, Pro Men's Bodybuilding. Vielen Dank. Thank you.
diesen Top-Athleten brauche ich wohl nicht mehr vorzustellen. Ist bekannt, sehr bekannt. Ist mir eine Ehre. Einer der besten Natural Bodybuilding Professionals. Du hast auch vor 2 Jahren, denke ich, den Natural Profi-Weltmeistertitel geholt. Genau. Und gehst heute wieder an den Start. Du siehst sehr gut aus. Was sagst du selbst zu deiner Form? Ja, es ist eigentlich ganz lustig. Ich bereite mich eigentlich für die Herbstsaison vor. Und ich bin 13 Wochen vor meinem ersten Wettkampf. Also ich bin jetzt, so wie ich hier stehe, in meiner Diät ohne irgendwas hin. Also, natürlich wirklich krass. Ich bin jetzt einfach so, wie gesagt, wie ich bin. Ich bin auch noch nicht in Peak-Härte. Aber international ist ja halt auch immer so eine Sache, wollen die das Conditioning, das eine GmbF halt auch will? Oder reicht das halt eben vielleicht? Also ich bin jetzt nicht soft, aber ich bin noch nicht da, wo ich hin will. Okay. Ja? Und was sind deine Ziele? Das Ding gewinnen. Nein, ich meine jetzt für die nächsten Wettkämpfe. Also erstmal würde ich ganz gerne noch in jedem Naturalverband eine Pro-Card haben. Das ist so ein Ziel auf jeden Fall. Und ich würde jetzt auf jeden Fall dann auch als Profi ganz gerne starten weiterhin. Deswegen mache ich jetzt hier die PMBA. Pro-Meisterschaft. Ich versuche bei der WMBF auch noch eine Pro-Card zu bekommen, mache dann dort nochmal hoffentlich dann auch mal einen Profi-Wettkampf mit, bei der DFSC nochmal. Also ich versuche mich einfach so ein bisschen zu streuen und gegen die Besten der Welt anzutreten. Mhm. So, und die sind ja leider Gottes sehr verteilt, deswegen muss ich auch so ein bisschen schauen, wo ich halt mich mit dem Besten messen kann. Du bist ja auch Evo-Athlet, wie sieht es damit aus? Sie haben ja auch wieder einen Wettkampf. Kannst du da auch starten? Willst du da starten? Ich kann da starten, ich würde auch gerne starten. Das kommt natürlich auch ein bisschen auf das Judging-Panel an, aber da sich das ja in den letzten Jahren dann auch schon gewandelt hat, also dass jetzt auch von anderen Verbänden Judges das beurteilen, denke ich, dass ich das hier auch ganz gerne mitnehmen würde. Als einfach auch so eine Erinnerung an meine erste GmbF in der Siegerlandhalle ist. Genau. Ich würde ganz gerne nochmal auf der Bühne. Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Ich habe dich damals im Backstage-Bereich gesehen, du warst noch Junior und hab gesagt, das wird ein ganz großer. Ich will dich nicht lange aufhalten mehr. Ich wünsche dir viel Erfolg für deinen Wettkampf. Vielen Dank. Ich habe Gänsehaut. Alles Gute. Daniel Kubik. Ja, also es war unglaublich. Ich sag's nochmal dreimal. Daniel, du hast eine Form abgeliefert. Wir haben vorher schon mal gesprochen, bevor du auf die Bühne gegangen bist. Hast du mir mal so gesagt, du bist noch ein paar Wochen, 13 vor deinen Hauptwettkämpfen. Und du hast hier die Profi-Weltmeisterschaft in überzeugender Manier gewonnen. Es war knapp mit dem italienischen Konkurrenten, aber du hast es geschafft. Allerherzlichsten Glückwunsch zu deinem zweiten Profititel im Natural Bodybuilding bei der PNBA. Fühlt sich gut an. Genau, erzähl du mal etwas, bevor ich hier einen Monolog halte. Wie fühlst du dich? Bei wem möchtest du dich bedanken? Und was machst du heute Abend noch? Also erstmal vielen Dank, Berend. Ja, freut mich sehr, dass überhaupt so viele Deutsche auch da sind zur Unterstützung. Es sind jetzt echt noch viele zu mir gekommen, auch gerade schon.
Also es ist schon schön, dass hier das deutsche Team auch vor Ort ist. Der Christian im Hintergrund, die Organisation, Christian, auch an deiner Stelle wirklich brutal gemacht. Ich war ja nicht in der WhatsApp-Gruppe, weil ich so ein bisschen für mich halten wollte, weil ich einfach hingehen wollte, Spaß haben wollte. Und Christian hat mir jede Mail geschrieben, das war schon mal extrem nett und lobenswert, wie er halt ist, ne, als Person. Also schätze ich sehr. Und natürlich auch Coach, der Freddy hinten mit der Kamera. Hier die nette Dame von nebenan, die Freundin, die natürlich am meisten geliefert hat. Also ein guter Bodybuilder ist nur so gut wie die Partnerin an der Seite. Das ist einfach Fakt. Ne? Sie hat jetzt die letzten zwei Tage für mich vorgekocht, weil ich noch viel Arbeit zu tun hatte und einfach nicht hinterhergekommen bin. Ja, ist so, heute Morgen, wir waren hier, haben Athleten betreut, danach nach Hause hingelegt. Sie hat mich gezwungen zu schlafen eine Stunde, hat mir danach die Beine massiert, ne? Zusammen mit der Schwester. Also ja, kann man schon sehr, sehr froh sein. Wunderbar, ich freue mich sehr. Was machst du heute Abend noch? Gute Frage. Ich weiß nicht, ob noch ein Restaurant auf hat, aber die Diät geht jetzt tatsächlich weiter. Also ich habe jetzt noch 800 Kalorien offen für heute und dann morgen geht es wieder mit 2000 weiter. Super. Und wann geht's nach Hause? Am Sonntag erst. Wir fahren morgen noch nach Amsterdam. Mal einen schönen Tag machen, hoffentlich bei Nichtregen. Ja. Ja. Aber am Sonntag geht's dann heim und dann wieder in die Routine. Großartig. Ein äußerst sympathischer Athlet und ich mag auch zu behaupten Mensch. Wir kennen uns schon lange und ich bin wirklich über solche Begegnungen immer sehr, sehr dankbar, dass ich solche jungen Athleten persönlich auch kennenlernen durfte und dass wir immer noch so sporadischen, aber guten Kontakt haben. Daniel Kubik, Profi-Weltmeister, weiter so, the sky is the limit for you. Yeah. Ja, liebe Natural Bodybuilding und Fitnessfreunde, das war der erste Tag der PNBA, INBA Weltmeisterschaft hier in Holland. Das war ein großartiger Tag für die deutschen Athleten, für das deutsche Team. Wir konnten mit Jens Patrun einen zweifachen Weltmeister vorstellen, einen neuen, frisch gebackenen Weltmeister, einmal in der Masters Männer Bodybuilding über 40 und noch in der offenen Männerklasse. In der Klasse über 50 hat dann Patrick Haber den Weltmeistertitel gewonnen im Männer Bodybuilding und Klaus Wolski ganz haarscharf am Sieg vorbei mit dem zweiten Platz Männer Bodybuilding Over 60. Der absolute Höhepunkt des Tages war dann am Abend Daniel Kubik, Profi-Weltmeister PNBA, sein zweiter Titelgewinn in dieser Division, Männer Bodybuilding. Großartig von ihm natürlich, von allen anderen Athleten. Wir freuen uns, dass das deutsche Team so stark hier ist und mal gucken, was morgen am zweiten Tag so passiert.